Moinsen, damit recht herzlich willkommen zurück. Ich habe eine Stego gefunden, gar nicht mal so weit weg. Ist ein Tech-Stego, leider bis 8, Level 48. Jetzt nicht so krass. Aber zum Farmen würde erstmal reichen. Ja. Die kommt ja schon wieder straight zu mir. Der darf uns jetzt nicht unbedingt sehen. Wir gucken mal nach anderen Stegos, vielleicht finden wir noch was Besseres. Man weiß ja nie. Ich habe erstmal alles schön im Stego gebunkert, was schon das Stego braucht. Ergo Sattel, Fossalien, Narkotik und so. Wenn ich falsch kapiere, dann muss ich jetzt nicht extra meine Leiche suchen. Und hier wäre eigentlich ein übelst geiler Spot, man. Schön eben. Hier wäre geil. Dann hätte ich auch hier hinbauen können, ne? Und das direkt erstmal mega. Wäre natürlich auch geil gewesen. Relativ groß. Die Steine kannst du bestimmt mal alle wegklöppeln, bis auf den großen hier. Den wahrscheinlich weise mehrt. Hier wäre geil gewesen. Alter, eine rote Cockbies, ja klar. Das ist das Stinkeschwein. Listro, Listro Zenit. Was bist du für einer? Gab es irgendwo noch eine Notiz, glaube ich. War irgendwo Ey, die geht mir doch nicht auf den Sack, ey. Vor allen Dingen, die riechen sich schon Kilometer weit, die Penner. Aber wie die auf einen losgehen, Drecksäcke, ey. Alter! Ein Tech-Pacher. Mit 90er. 108. Der krabbelt gerade extrem die Seite. Da hab ich bloß noch die Fratze des Todes gesehen. Hier drüben ist der Stego. Na toll, mein Floß ist jetzt nicht hier. Das steht da drüben. Ich wage es mal, ohne alles drüber zu schwimmen. Selbst wenn dort jetzt ein Megalodon rumguckt, ne, dann machen wir das natürlich nicht, aber ja, jetzt mal so. Vielleicht schaltet da drüben mal bloß. Vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht schaffen wir es ja. Könnten wir schaffen, wenn hier drüben jetzt rechts kein Mega rumguckt. Probieren unser Glück. Mehr als sterben können wir nicht. Der war relativ weit weg. Hoffentlich riecht er uns nicht. 2 Kilometer weit. Können Haie eigentlich knurren?
Jetzt auf den letzten paar Meter voll weggesnackt. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt dort am schnellsten hin, ohne den Raptoren wieder in der Folge zu löwen, ne? Natürlich wieder seine Frage. Ich probiere es einfach mal durch den Wald durch hier. Durch die Baumschule hier. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Ja, mein. Ja, mein. Ja, der hat mich gesehen, der will mich fressen. Hier haben wir zumindest schon mal die Ruine. Hoffentlich klemmt mir jetzt nicht am Arsch. Ich habe aber jetzt nicht gekriegt, ne? Ich sehe mein Lootstroll noch nicht. Es kann natürlich sein, dass er weg ist. Wenn die mich aufgeknuspert haben, dann. Ja, dort ist er. Die Frage ist, wo sind jetzt die Raptoren? Ja, ich hab Durst. Ich renne ja schon. Guck, wie's. Überall dieses Viehzeug. Dort schon wieder noch mehr Viehzeug. Gehen wir hier riecht auf die Koronas. So. Ich hab mir bestimmt schon, ne? Was ist denn los? Immer 120 oder. Ja, Schnuggi, wir sind gleich beim Wasser. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, der Riesenzaun ringsherum, aber man weiß ja nie, was hier runtergerannt kommt. Ne? Es kann immer ein Raptor hier runter. Sich denken, oh, ich gehe mal ins Wasserloch und sauge ein bisschen Salzwasser. Um mal wieder auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Das war aber wirklich bloß ein Steger, der hier rumhüpft, ne? Okay, Perschen nicht. Es kann natürlich sein, dass der irgendwo anders rumhüpft oder dass da vielleicht die Raptoren eventuell was mit zu tun haben. Weiß man ja nicht. Aber zumindest haben wir schon mal ein Stego. Ein Stego ist gut. Ein Stego ist schon mal ein Garant dafür, dass wir Bären, Holz, Stroh in genügender Ausführung bekommen. Sehen wir das noch anziehen. Könnte sich schon mal ein bisschen neue Kleidung basteln, ne? Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Die Leuchtpistole habe ich aus dem Loot Drop. Müssen bloß aufpassen, nicht, dass der, wenn der aufwacht hier, dann gegen die Zäune spachtelt. 23 Level kriegt er bloß drauf, aber 48 ist er. Das ist jetzt kein übelst krasser Stegel. Ich hätte natürlich lieber einen gehabt, der so 308 oder so, oder 306 oder 350 ist. Als Max-Level, das wäre schon nett gewesen, aber was nicht sein soll, soll nicht sein. Müssen sie uns sowieso noch hier rüber kriegen. Man könnte probieren, den hier drüber zu kriegen, wo wir drüber geschwommen sind, oder vielleicht, wenn wir Glück haben mit dem Floß. Oh, ich weiß nicht, ob der auf das Floß passt. Passen vielleicht nur Cowboy Name ist ein, wenn ich das jetzt klaue, greift er mich an, der Penner. Ich renne hier schon wieder Fisch irre
hab's schon wieder gehört. Ja, ich hab's gehört. Dass das Viehzeug überall rumhoppt. Und vor allem, warum seid ihr so hässlich giftig? Niemand mag euch, verpisst euch doch einfach. Wenn ich einen T-Rex hab, ey, dann knusper ich ja alles weg. Was ist noch ein? Alter, wie viele Spots gibt's denn hier bitte? Hallo? Hallo? Jemand zu Hause? Na, da kommt er doch. Das ist ein scheiß Troll dann. Ja, das ist direkt ausgenockt. Ah ne, Pegomaster hat's noch. Pegomaster, was war ein Troden, Alter? Ui. Wenn er jetzt 300 gewesen wäre, dann hätte ich schon genommen. Jo. Das ist stärker. Auf zu hacken hier. Der ist aber ausgewichen, das Sack. Erschrocken, ey. Das war natürlich der Johnny hier, der geschrien hat, während er schlief. Ein 150er. Da haben wir auch schon oben nicht rasiert, Mann. Alles wegknuspern. Hier vorne ist irgendwo ein Spino gespawnt hinter dem Klippengebilde da. Da ist Spino gespawnt. Irgendwas ist hinter mir, ja. Ich spüre es. Natürlich ist der Megalo dann jetzt hier. Listrolistrosaurus. So, 140. Hm.
du, machen wir mal Beine breit hier. So ein bisschen aus wie die Miezekatze, wenn du die streichelst. Kralle, kralle, kralle. Auf eine oder andere Wort haben wir ja auch das kleine Tierchen gekrault. So. Aber wirklich mit ein Stego hier, das ist ja sehr risch. Für den Puppes. Das kleine noch was trinken. Wie weit ist der Stego? Ist gleich soweit. Wir können ja hier bleiben, ne? Schauen wir doch. Naja. Ganz schön viel. Ganz schön viel Prozent verloren, ne? Ist schon unter 90 gefallen. Erstmal eine vom Schwanzgewicht gekriegt hier. Hä? Was war denn das? So, jetzt müssen wir den bloß nach Hause kriegen. So, als Arbeitstier macht das ja nicht aus, als Kampftier ist er natürlich nicht zu gebrauchen, weil er relativ low ist. Aber die Farbgebung gefällt mir eigentlich recht gut, ne? Grün und dunkel, so ein bisschen Camouflage-Style, sieht schon geil aus. Level 71, mein Gott. Der letzte Stego, den ich in der anderen Aufnahme getamed hatte, das war ein Mordor, also ein Mordor-Stego, kein Tech-Stego. Oh, Level 20, da hatte ich einen 30er Stegel. Jetzt habe ich einen 71er. Ne? Natürlich wäre ein 300 noch was Stegel viel geiler gewesen, klar. Oh, damit müssen wir uns jetzt erstmal zufrieden geben, ne? Und das ist Orange dazu, das geht eigentlich ganz gut, nein, ne? Nochmal. Hat er eigentlich so blau? Ach, es wird alles. Die ganzen Farben werden dann in der Farbe wie das Verteidigungsgedöse. Kannst ja hier Verteidigung? Verstärkte Platten, Schäden, ob das hier Zerstörung ist für Gebäude und dann hier Angriff. Und je nachdem, was du einstellst, erntest du dementsprechend. In der Verteidigung erntest du mehr Holz. In der Zerstörung von Gebäuden oder ja, halt allgemein so als Rambock oder was das ist. Ich glaube mehr weniger Holz und mehr Stroh und im Angriff, also mit Schwert, tust du dann mehr. Na, ist auch schön. Mehr Bären. Ja, Bären und sammeln Fasernklöbel, ne? Auch Bären. So, ich habe noch ein Level up. Zwei Level up sogar. Was nehmen wir denn da? Hier gehen wir noch auf Resistenz. Ich bin mal gespannt, ob ich den mit dem Flöß mitnehmen kann. Es geht wahrscheinlich heute eh nicht, aber man muss ja alles probieren. Ansonsten müsste ich mit dem über das kleine Stück dort schwimmen. In der Hoffnung, dass der Megalodon nicht da ist. Weil ich glaube, der kann nicht kämpfen machen. Naja, haben wir schon mal 1 von 2. 1 von 2 haben wir. Brauchen wir es noch in. Hier ist er. Deodecorus.
Je nachdem, wie er ausgesprochen wurde. Könnte ein bisschen groß sein. Ja. Etwaige Transportmöglichkeiten im Floß. Aber du kannst, glaube ich, auf den Floß noch was bauen. Drauf kommt er schon mal. Ach, hör auf, Alter. Geil. Na, warum nicht? Jetzt ist das so einfach, geht's? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du mit dem Flößen kommst. Es war vielleicht ein bisschen... Ja, keine Ahnung, was jetzt los war. Aber wir sind safe rübergekommen. Das Floß hat sich skandiert. Ich hoffe, das Floß ist nicht allzu kaputt gegangen. Und da haben wir unseren 71er Stegosaurus zum Farmen. Ja, nur zum Farmen. Lazy war schon bei der Zeit online, wo es die bloß als Skin gab. Das war eine Zeit. Da konntest du die. Ich glaube, entweder war das. Das war, glaube ich, ein Vorbestellerbonus, den konntest du dann irgendwann auch nochmal extra kaufen. Das ist dann, was hattest du drin? Raptor, Pachasaurus, Stegosaurus. Nee, Triceratops hattest du auch gespielt. Triceratops habe ich aber noch nie gefunden hier. Als Tag-Variante. Hab ich noch nie gesehen hier. Oh, gibt's auf jeden Fall als Skin. Ein Raptor hast du, glaube ich, auch. Ein T-Rex kriegst du nur durch Beendigung von Dings. Von der Quest. Also. Ja, zum Beispiel hier kannst du keine Pflanzen sammeln. Kannst du bloß Holz. Jetzt gehst du hier drauf, zack. C. Angriff müsste mehr bringen. Genau. Das ist ein bisschen gleich ordentlich. Blümchen. Auf Fasern machst du halt keine, das ist schon mal positiv. Das wird es in Fasern ertränken. Kannst hier schön alles platt ernten. Zack. Ich weiß gar nicht, wenn du jetzt sagst. Hammer Time? Also erntet er dann Fasern? Nö. Aber der macht halt weniger Bären, weißt du? Das ist ja gerade gesehen, zack, mit dir, mit Elmar. Zack, gleich 300. Noch was Bären. Kann man nämlich schon mehr Narkotik herstellen. Weil hier kriegst du einfach mal 224. Erstmal Level nehmen, Junge. Mann, 3 Level. Ja. So, erstmal hier. Luft damit. Ja. Ganzes Deck. Krabbelt's Ohr. Na, das läuft schon. Mit dem jetzt auch noch Stein formen könntest. Nicht so viel wie ein Deodokoris, aber so ein bisschen Stein. Mensch, lustig. Dann wäre das eine Allround-Maschine für den Anfang. Das ist einfach mal so durch. Schön, dass hier alles platt gemacht. Da ist schon wieder Level noch.
Alligator-Suche mit dem Rasen ran zoomen. Aha. Hier blätten. So, da hat er schon doch noch. Nein! Schön auf meinen. So, soll das bleiben. Pass auf, und jetzt, jetzt gehe ich dort hoch, wo ich vorhin war. Da wird der Titano rumgeguckt. Und jetzt gibt es wieder Stegos dort. Durch den Brief und Siegel. Der levelt aber schnell. Das dürfte ein Bärnerer eigentlich zureichen dann. Wenn das für den Anfang ist es eine übelste Maschine. Das reicht jetzt zuerst mal. Holz kann man dann noch formen von mir aus, aber. Alter, wie blättert denn der? Ups. Ausdauer können wir noch brauchen, der junge Mann. Ach so, siehste. Unseren Listrosaurus, den habe ich, nachdem ich episch gefehlt habe, beim Versuch einen Raptor zu tamen, einen Tech-Raptor zu tamen, habe ich den noch gefunden. Es waren 300er Listrosaurus, da habe ich schon die ganze Nacht damit zugebracht, den zu tamen. Der hat 4 Level verloren, aber ich habe schon 4 drauf gehauen wieder. So, siehst du, und da ist das voll. Listro. Ich weiß nicht, was ich bei den Leveln sollte, aber. Hier drauf. Zack, zack. Bären. Bären. So, zack. Stego. Hinein. Amarbeere. Azurbeere. Die Major Berries. Hat können wir eigentlich auch hier reinkloppen. Zack. Stimberry. Tintos, genügend mal. So, da haben wir nämlich erstmal alles voll. Narco Berries lasse ich erstmal drin. Die hole ich mir jetzt direkt in den Stößel und Mörser. So, zack. Da können wir nämlich den Rest hier alles zu Narkotik verarbeiten. Narco Berry. Zack. Fertig. Und gib ihm. Alter! Okay, ja. Das braucht ja immer bloß ein verschimmeltes Fleisch, ne? Und da wir so viele Narco Berries haben, können wir ja so viel herstellen. Geil. Das ist natürlich nice. Dann levelt der Stego dann schneller, ne? Ja, wie weit geht denn das? Kann man das prüfen? Facebook Ernteeinstellung, Option. Tragungsreichweite anzeigen. Es
Das geht schon eine ganz schöne Weile, ne? Deswegen levelt er so hardcore, oder? Kann das sein? Kann das sein? Ne, es geht, kann das sein. Hauptsache, ich mach den jetzt platt. So, warte mal, wir wollten ja Verteidigungsmodus gehen. Sagen. Ja, geh doch. Jetzt. Hä? Soll doch sein, oder? Ja. Macht jetzt natürlich nicht so viel wie Mammut oder ja ein Biber, aber so an sich macht er einen akzeptablen Job. Und ich müsste ja, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das jetzt machen werde, weil Stroh und Holz können wir jetzt formen. Wir bräuchten halt bloß noch den Deodokorus und könnten wir hier auch übelst loslegen mit Los Formos. Puh, das ist eine Frage. Hier kommt gleich noch Blut drauf. Das wäre halt echt die Frage, wie ich das jetzt mache. Das wäre schnell überlegen. Bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und dann einfach bis zur nächsten Folge. Tschüss.